Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier an Tag, ich glaube 3 sind wir inzwischen. Es ist aber auch schon wieder dunkel. Wir haben immer noch Hunger und wir haben immer noch Durst. Ich weiß nicht, wann das endlich mal durchgebraten ist. Kleinkrabbefleisch. Ich hab's schon wieder gegessen. Ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit das Krabbenfleisch essen. Das sieht ein bisschen gebraten aus, oder? Ich muss was... Okay, es war doch noch nicht gebraten. Ich glaube, wir sterben hier noch, ey. Vergiftung und Dehydrierung. Shit. Okay, machen wir erstmal den Fokus uns auf. Wir trinken sie erstmal, dass wir zumindest ein bisschen Wasser kriegen. Und, wir werden in die Vergiftung, werden wir noch so Palmsetzlinge wieder benötigen. Die sind anscheinend wirklich wieder nachgespawnt. Das ist ziemlich cool. Habe ich alle? Nein, 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 jetzt. Okay, damit können wir, glaube ich, jetzt Seile machen. Eine Schnur. Dann brauchen wir die Kokosnuss. Kokosnuss. Kein Platz im Inventar. Die Axt nehme ich gerne wieder mit. Kokosnuss. Verbrauchsgegenstände. Wir brauchen auf jeden Fall eine Flasche für diese, für dieses Gegengift und eine Pipi-Pflanze. Oh, wir brauchen eine richtige Kokosnuss. Also nicht so eine ausgeschlagene. Dann können wir die auch essen. Wir heben sie vom Morgen früh auf. Wir müssen jetzt erstmal eine Kokosnuss rankommen und eine Pipi-Pflanze suchen. Haben wir genug Platz? Haben wir. Hallo? Danke. Ganz hörst du bitte? Danke. Ach, stressig, dieses Spiel. Es ist so stressig auf einer einsamen Insel. Haben wir hier noch irgendwo eine Kokosnuss? Vielleicht? Habe ich jetzt alle aufgegessen? Oh. Das ist ziemlich blöd. Hätte ich sie vielleicht nicht aufmachen sollen. Wir brauchen trotzdem die Pipi-Pflanze und natürlich... Irgendwo war doch hier. Die sah doch so komisch aus, oder? Vögel. Und ich brauche eine verdammte Kokosnuss. Hier ist keine mehr dran. Hier auch nicht. Gut, wir haben ein Problem. Das heißt, wir können eh den Behälter nicht machen. Dann legen wir uns jetzt schlafen. Und hoffen einfach auf das Beste. Hoffentlich sterben wir nicht. Wir werden wahrscheinlich jetzt Hunger haben. Wir werden Durst haben. Guten Morgen. 4.47 Uhr. Verhungern. Jetzt müsste doch mein Fleisch eigentlich durchgebraten sein, oder? Gekocht. Ah, da steht's doch. Gib mir Fleisch. Gib mir meine Axt. Ist das die verfeinerte Axt? So, jetzt brauchen wir Palmwedel. Das heißt, wir müssen schnell eine Palme fällen, um was zu trinken zu kriegen. Wir müssen eh wahrscheinlich hier komplett einmal alles leer machen. Es ist sehr dunkel noch. Tut mir leid. Ich hoffe, es wird gleich heller. Kein Platz mehr. Verstehe nur nicht den Sinn dahinter, dass man die ganze Palmwedel runterlegen muss. Okay.
Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Backup. Wir müssen das Feuer wieder entfachen. Also langsam hat man ein bisschen Routine raus. Ein bisschen zumindest. Okay. Das brät. Das heißt, wir brauchen jetzt gerade kein Anzündholz. Da haben wir davon. Können wir noch Seile machen? Okay, das war's. Steine wollte ich eigentlich holen für diesen Räucherofen, aber hey. Wollen wir schon was trinken? Ja. Okay, wir haben nur noch die Vergiftung. Wir haben ein bisschen was gegessen. Wir müssen noch mehr Essen holen. Das heißt, einmal kurz hier ein paar Sardinen uns suchen. Da ist eine. Er braucht schon eine Angel. Wir sind die besten Fischer des Landes. Gut, wir sind doch die einzigen. Jetzt müssen wir es wieder ausnehmen, ne? Jetzt wird es wieder blutig. Oh, ist disgusting. Ich hoffe, er sagt das jetzt nicht die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal unsere Insel einfach leer zu machen mit den ganzen Materialien, die wir brauchen. Und dann mal so Richtung Floß zu gehen, dass wir vielleicht eine andere Insel ansteuern. Weil wir hier einfach ziemlich begrenzt sind von den Ressourcen her. Oh, es ist schon gekocht. Sehr cool, das funktioniert zumindest. Also Essen kriegen wir. Trinken kriegen wir nach und nach, denke ich, auch. Wir müssen nur wieder alles dementsprechend abbauen, weitermachen. Okay, den können wir nicht abbauen. Dip, 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 dip. Ich glaube, wir bräuchten unseren Bauhammer. Wie ist denn das jetzt mit dem Bauen eines Floßes? Transportmittel, Floßfundament, kochen, yay! Okay, wir bräuchten zwei Reifen und eine Schnur, dann kriegen wir ein Floßfundament hin. Die Reifen hätten wir, die Schnur... Hab ich abgelegt? Ne, die habe ich dabei. Ja, wir können ja noch mehr Reifen sogar holen, da waren ja noch einige drin. Ups. Mal mit. Wir machen erstmal ein Fundament. Dazu brauchen wir jetzt Blöcke, eine ganze Menge. Und Seile. Und Seile sind wir natürlich auch ziemlich begrenzt. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir damit einfach starten. Das? Das ist weg. Okay, wir haben genug dabei. Ach so, ich dachte, das geht darauf. Aha.
müssen die also außenrum sein. Schwimmerfundament, Reifenfundament. Wir könnten natürlich auch was hier mit... los Boden. Aha. Plankenboden. Wir machen es erstmal einfach. Ihr habt noch hier noch, ja, da sind sie. Ich wollte ich eigentlich kaputt machen. Oh, Tag überlebt, 3. Bauen, Transportmittel. Losboden. Ah. Was gibt's denn jetzt noch? Bloß Überdachung, bloß Anker. Dafür brauchen wir 6 Steine, 4 Seile. Oh mein Gott. Wir brauchen wieder Seile. Seile ist halt der way to go. Das Problem ist, wir haben nicht so viele. Ich meine, die spawnen ja nach und nach hier auf der Insel quasi nach. Nach und nach auf der Insel nach. Jetzt haben wir hier natürlich auch Steine. Gekocht. Okay, wir regenerieren uns. Ah, Palmen setzt nicht. Sehr gut. Wir hatten doch noch irgendwo... Hat mir noch welche irgendwo hingelegt? Also so diese Palmwedel. Planken. Scheinbar nicht. Aber wir können Seile machen. Dann versuchen wir doch jetzt mal diesen Anker zu machen und das Ruder. Dass wir einfach von dieser Insel runterkommen. Ich glaube, das sollte ein relativ großes Ziel sein, hier runterzukommen. Denn ich denke nicht, dass wir hier auf dieser Insel weiterkommen. Wie voll bin ich denn? Oh, es geht noch. Oh, da war eine Kokosnuss. Oh mein Gott, wir können die Vergiftung heilen. Ich habe die Kokosnuss nicht gesehen. Okay, wir müssen einmal Seile machen. Also einmal die Stöcker. Was denn? Jetzt müssen wir einmal diese... Flasche herstellen. Okay, jetzt brauchen wir die Pipi-Pflanze. Die war hier irgendwo. Ich muss generell mal wieder ausladen. Da steht ja viel zu viel dabei. Obwohl wir... So, wir bauen das Floß noch größer in der Zeit. Suchen dann die Pipi-Pflanze. Nicht das Fundament. Achso, es muss was drunter sein. Okay, können wir es doch nicht weiter bauen. Aber ich lasse die Stöcker mal hier. Stock gefunden. Da, ah, Pipi-Pflanze. Komm schon, Gegengift. Sind wir überhaupt noch vergiftet? Ja, sind wir. Es macht aber nicht so viel aus. So langsam komme ich rein, muss ich sagen. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ah, cool. Wir behalten die Flasche. Das ist schon mal sehr gut. Ja, Status-Effekt. Sehr, sehr geil. Gut, wir müssen jetzt trotzdem gleich wieder trinken wahrscheinlich. Hier kriegen wir Seile raus. Also spawnt doch relativ flott nach, muss ich sagen.
was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Und ich kriege meine nasale Stimme jetzt gerade nicht weg. Es tut mir leid, es geht einfach nicht. Habe ich alles? So, dann ist die nächste Palme dran. Also manchmal springt er nicht. Und erstmal die Blätter, damit wir wieder Wasser machen können. Was ist hier los? Es wird dunkel. Zieht hier ein Sturm auf oder was? Oh no. Kein Sturm bitte. Jetzt ist natürlich, wäre interessant zu wissen, ob sich das automatisch füllt, aber ich glaube. Können wir mal kurz gucken, dass wir die mal hier liegen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Schnur. Eigentlich würde ich ganz gerne noch die Reifen holen wollen. Ist vielleicht ein ungünstiger Moment. Ganz, ganz ungünstig. Ich muss aber noch ein bisschen leiser machen. So. Okay. Aber das Feuer brennt. Das ist wichtig. Und scheinbar füllt sich der Wasserdistiller nicht auf. Ich hoffe nicht, dass wir vom Blitz getroffen werden. So, wir haben es im Griff. Gut, also wir kommen definitiv voran. Wir haben jetzt... Oh Gott, ist das laut! Hilfe! Ja. Losüberdachung. Die könnten wir machen. Die Frage, brauchen wir die? Bloß Anker würde ich ganz gerne haben. Dafür bräuchten wir Steine. Segel. Wir müssen erstmal ein Segel bauen. Aha. Und ein Ruder. Dafür bräuchten wir noch einmal Stoffe. Die müssen wir haben. Nee. Flößchen, komm mal mit. Jetzt komm wieder raus. Ja, dann brauchen wir noch den Anker. Dafür müssen wir weiter Sachen abbauen. Das heißt nach dem Abbau, wir bräuchten da die Steine. Hi. Oh, ich kann den Stein abbauen. Nee, kann ich nicht. Sekunde mal, vielleicht gibt es ja etwas, womit ich den Stein abbauen kann. Oh mein Gott, der Sturm zieht auf.
das Feuer geht nicht aus. Das ist gut. Und wir erholen uns jetzt so langsam. Und noch eine Schnur machen. Also, was gibt es denn für Handwerkwerkzeuge? Grobe Axt, Angelrute, Fischspeer. Ist das die Hacke? Brauchen wir einmal so ein Steinwerkzeug. Wo habe ich denn die Steine hingelegt? Ne, nehmen wir mit. Können wir damit Steine kaputt machen? Oh mein Gott! Ne, können wir auch nicht. Was können wir denn damit mal machen? Nichts. Der Bogen. Ah, verfeinerte Spitzhacke brauchen wir. Da brauchen wir einmal Leder für. Aha, wir brauchen Leder. Wie kriegen wir denn Leder? Da brauchen wir noch so ein... Habe ich irgendwo mal so eine Art Ledergedöns gesehen? Werkzeuggürtel, Vogelfalle... Der Hoboofen, das wäre schon was Feines. Oder der Räucherofen. Ach, da Webstuhl. Hier mal Seile. Na, herzlichen Glückwunsch. Tja. Man kämpft sich so durch, würde ich sagen. Aber das Unwetter ist überstanden. Den benutze ich gerade echt nicht. Das Ding auch nicht. Ja, Seile. Seile, Seile, Seile. Da. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Steine, vielleicht auch hier im Wasser. Ich habe so die Befürchtung nicht. Aber hey, ich meine, wir haben jetzt schon Flo's Fundament gemacht. Da können wir... Stimmt, wir können gleich nochmal die Reifen holen. Ne, dann laufe ich mal lieber nicht drüber, nicht, dass ich wieder vergiftet werde. Ja, dann hacken wir jetzt die Bäume ab. Ich glaube, da müssen wir wieder warten, bis wir die nächsten Seile kriegen. Bis es einmal respawnt. Dann können wir uns die Spitzhacke machen. Das ist ein Weg, ich sag's euch. Dann können wir die Spitzhacke machen. Mit der Spitzhacke können wir Steine holen. Und naja, irgendwann noch zur verfeinerten Axt kommen, ne? Oh, ich sag's euch. Erstmal ein Grind am Anfang. Wieder ein Setzling. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass man so positiv betiteln kann. Wir haben jetzt gerade nicht mehr so das Wasserproblem. Was hatte ich eigentlich jetzt mit der Yucca-Frucht? Und Essen geht eigentlich auch ziemlich gut ab. Die Sardinen sind ja schnell geholt. Ich würde ganz gern mehr machen wollen. Licht, ganz wichtig. Ja, dann brauchen wir Seile. Ich muss das hier auch mal sortieren. Ich sag's euch, es ist... So, ich würde sagen, wir gehen noch schnell, bevor es gleich ganz dunkel ist. 17 Uhr geht noch. Die Reifen holen.
Ich glaube, die waren hier. Da oben sind sie. Können wir unser Floß doch ein bisschen vergrößern. Ich spawn nicht nach. Wäre ja schön gewesen. Aber ein bisschen. Gegen das Prinzip des Spiels, würde ich sagen. Kriegen wir das jetzt einmal mit? Ne, kriegen wir nicht. Wir müssen erst einmal... No, 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 bleib hier. Die würde ich ganz gern aufsammeln wollen, ne? Jetzt schwimmen wir mit dem Reifen halt. Können wir auf jeden Fall nochmal zwei Fundamente machen. Sobald wir genug Seile irgendwann mal haben. Seile. Ich sag's euch. Seile, Seile, Seile. Also muss man ziemlich vorsichtig mit umgehen. Jetzt wird's auch schon dunkel. Aber die Seile holen wir noch. Haben wir zumindest wieder einen Tag geschafft. Die Seile. Die Reifen. Und dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt, mal endlich mal auf Tour zu gehen. Vielleicht eine neue Insel. Sonst vielleicht so eine Heimatinsel zu machen. Weil die finde ich einfach zu klein. Das Floß werden wir auf jeden Fall mit der Zeit immer, immer größer machen. Auch verbessern. Aber ich hätte ganz gerne irgendwo eine Heimatinsel. Einfach... man so ein bisschen so einen Rückzugsort hat. Und zwar noch keine Karte oder so. Ich glaube, ich muss mir die auch mal aufmalen oder sowas. Ich muss mir vielleicht mal so einen Zettel nehmen und einen Stift, dass ich so weiß, in welche Richtung ich quasi navigiere mit dem Kompass dann. So, noch schnell der letzte Reifen. Ich glaube, es ist ganz nett, dass man es ganz gut hinkriegt, pro Tag sozusagen eine Folge zu machen aktuell. Das finde ich zumindest ganz nett. Gut, die Reifen haben wir an Land. Wenn sie da liegen bleiben, ja. Also Essen ist voll, Trinken ist fast voll. Das ist richtig mega. Dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt schlafen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch was und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.